Ja, wir sind bei Aufgabenteil D und wir hoffen nochmal, dass es wieder ganz einfach geht und dass wir uns da nicht allzu weit aus dem Fenster legen müssen. Die Partialbruchzerlegung war ja nun doch etwas, sagen wir mal, Neues. So, wir setzen jetzt also in das Produkt für k gleich 1 ein. Dann steht da n minus 1 plus 1 dividiert durch 1. Was steht als nächstes da? N minus 2 plus 1 dividiert durch 2, n minus 3 plus 1 dividiert durch 3 und so weiter. Was steht als letztes da? N minus n plus 1 dividiert durch n. Was können wir damit machen? Die Einsen heben sich weg. Hier steht n. Hier steht n minus 1, n minus 2, n minus 3 und so weiter. Und zum Schluss steht da eine 1. N minus n plus 1 gibt eine 1. Wir können auch noch mal, falls wir brauchen, oder noch eine 3, eine 2, eine 1. Das wäre jetzt also ganz allgemein für hohe n aufgeschrieben. So läuft das da ab. Was steht denn unten? 1 mal 2 mal 3 mal 4 und so weiter mal n. Ja, und was kürzt sich jetzt weg? Die 2 kürzt sich mit der 2, die 3 kürzt sich mit der 3 und so weiter weg. Tja, und dann kürzt sich zum Schluss noch das n weg. Und dann kann ich natürlich noch hier ein bisschen mehr hinschreiben. Ich kann hier natürlich noch das n minus 1, das n minus 2 und, damit es noch deutlicher wird, das n minus 3 noch davor setzen. Und dann kann ich sagen, der kürzt sich mit dem weg, der kürzt sich mit dem weg, der kürzt sich mit dem weg. Und dann schreibe ich vielleicht hier noch die 4 weg, hierhin, damit sich die 4 auch noch was hat, womit sie sich wegkürzt. Ja, wir sehen, zum Schluss bleibt nur noch die 1 über und das war's. Der Beweis ist also einfach durch Ausschreiben erbracht worden. Ausschreiben, zusammenfassen, fertig.